Yo, what's up guys? Teacher Paul here, and today we are reacting to this video, which is America First, Germany Second. So this is a video that started in the Netherlands with Lubach, and the whole world started doing a version, and this is the Germany's version. So we're gonna check this out. Don't forget to like and subscribe. I've been watching a few videos about this. Actually, this is the second video I'm watching. You can watch my first one. This is my second, and then I'm gonna go to Austria after this one. So let's check it out. Die Welt redet von Donald Trump. Ich weiß nicht, seit der Inauguration, ist glaube ich jetzt 14 Tage her, seit der Inauguration, 20. Am 20. Januar war es so, seit der Inauguration gibt es eigentlich nur noch ein Thema. Amerika schaut nach vorne. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Ich war auch so, ich war so euphorisch über das, was Donald Trump in nur 13 Tagen geleistet hat. Ich habe am Montag, ich war unglaublich, ich saß vor Twitter, ich konnte quasi mein Handy gar nicht mehr von den Augen lösen. Ich war wirklich begeistert, werden Sie gesehen haben, wie ich getwittert habe. So begeistert war ich. Aber dann, letzte Woche Montag, bin ich auf einmal urplötzlich wütend geworden. Ich habe was im Internet gesehen, was mich so als Deutscher so wahnsinnig wütend gemacht hat. Eine holländische Fernsehsendung. Kleine holländische Fernsehsendung, deren Konzept offensichtlich von uns geklaut ist, hat für den amerikanischen Präsidenten Donald Trump ein Video produziert, damit es, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, damit es in Zukunft heißt America First, the Netherlands Second. Das Video ist... Bro, the Netherlands started a trend which went super viral, and every single country did the same. Germany apparently was the second one, so let's see what Germany did and if it's better than the Dutch version. Es ist ein viraler Hit geworden, auf der ganzen Welt angesehen bis jetzt, ich glaube 74 Millionen Menschen bei Facebook und YouTube. Jetzt reicht es. Stopp Holland, wir wollen Nummer zwei werden. Deutschland, Germany wants to be second, denn wir sind stark, wir sind groß und wer, wenn nicht wir, hätte eine dritte Chance verdient. Stopp! Dazu müssen wir es dem amerikanischen Präsidenten so leicht wie möglich machen. This is kind of like an audition tape for, nicht. For who's gonna be second. Und deswegen sagen wir es ihm am besten in seiner Sprache. Mr. President, this is for you. This is a message from the government of the Federal Republic of Germany. Whoa. Is that the full name? The Federal Republic of Germany? Dear Mr. President, this is an introduction video about Germany, the best country in Europe, better than the Netherlands, the best people, the Dutch. Everything is orange in the Netherlands, which we totally love because you are orange too. But the Dutch are dangerous. Totally destroyed the hair of Rudy Foller. A total disaster, believe us. Whoa. German culture is... I think I remember this. Oh, wow. Disrespectful. German culture is the best culture in the world. We have Culture Candela, great band, the German Three Doors Down, and we have Pietro Lombardi and Sarah Lombardi. He is a normal person, and she is a bitch. It's true. Everyone says so. She is a bitch. This is the Oktoberfest. I don't get the reference. Oktoberfest. There is pee everywhere. You would love it. Just saying. Great pee. No. German beer pee. Orange pee. We call it in Germany Bud Light. Yeah. America has the KKK. Germany has the FKK. Pussies everywhere. What? So great. It's like being backstage at a Miss Universe pageant. Somebody explain. Is that like a nudist group or what is that? Germany has a great history. We actually, it's true, have the best history in the world. Great politicians, great leader, so smart, great hair, great suit. Look at his suit. He made Germany great again. The media totally loved him, wrote only nice things about him. Great guy, total winner. His book, a bestseller. It's true. Steve Bannon absolutely loves him. Germany hosted two world wars in the last 100 years. Hosted. They were the best world wars in the world, and we won both of them.
big league. Anyone who says anything else is fake news, period. Fake news. After the war, we totally rebuilt Germany. Just did it. We just built a new Germany on top of the old Germany. Whole new cities, fantastic, even more beautiful than before. And we built a great German wall. Just built it. And we made the Russians pay for it. It's true. People were literally dying for the wall. People in Germany love walls. Wow. We actually cried when after 28 years, the wall got torn down by David Hasselhoff, who, David by the way, Hasselhoff. Is one of the least overrated actors in the world. It's a fact. And he has a talking car. Absolutely fantastic. And this... Oh, I've been to Berlin, and it's a great historical location when you go there. And there's a lot of drawings and historical representations on the wall. So it's interesting. It's interesting to be there and see part of what was, you know, part of history. Fantastic. And this is Angela Merkel. She is the best woman in Germany. She's great. She has the best smile. Look at that smile, baby. Angela Merkel will like you even more than Melania does. It's true. But please don't try to grab her by the pussy, okay? We don't know what's down there. We totally understand it's going to be who's America voicing this first, but can we just say Germany second? The best wishes from Germany. We have the best wishes in the world. And by the way, when you push the red button to destroy Germany with nuclear weapons, this is how Germany looks like. Come on, Italy. What's up with Germany and Italy? Jawohl. Deutschland, we want to be second, nicht Holland. Wait, what does he have on? Is that a Dutch doll? That's a duck. What is that? Deutschland, we want to be second, nicht Holland. Okay, that's good. Which one do you guys prefer, the Dutch one or the German one? The German is ruthless. Ich weiß, was jetzt vielleicht einige von Ihnen denken. Vielleicht finden Sie es ein kleines bisschen lame von uns, den Holländern ihre erfolgreiche Idee zu klauen und es ihnen einfach nachzumachen. Aber ganz ehrlich, nicht nur wir Deutschen sind empört. Auch andere Nationen in Europa und in der Welt waren außer sich, als sie das Video der Holländer gesehen haben. Und das wissen Sie jetzt vielleicht nicht, kann ich ja mal verraten, alle guten Late-Night-Shows der Welt sind für besondere weltpolitische Lagen durch Notfall-Telefon-Direktleitungen miteinander verbunden. Jede Show auf der Welt hat ein eigenes rotes Telefon im Konferenzraum, which we never used before. Aber dieses Mal haben wir es benutzt und uns zusammengeschlossen. Alle europäischen Late-Night-Shows waren empört, als sie dieses Video der Holländer gesehen haben. Vor allem erstmal, weil es so lustig war, dass man sich mehr toppen kann. Außer wir schließen uns alle zusammen und jedes Land auf der Welt bekommt die Chance, Zweiter zu werden. Meine Damen und Herren, it's totally true. Die besten, also zumindest sagen sie das von sich selbst, die besten Late-Night-Shows außerhalb der USA machen mit. Hier mal ein paar Fotos aus den Redaktionen, zum Beispiel Holland, die Niederländer, die alles mit denen alles angefangen hat. Liebe Grüße nach Holland, hello Arjen, viele Grüße, Applaus aus Deutschland. Aber jetzt klatscht doch mal, Leute. Hello. He's gonna make fun, isn't he? He's gonna make fun, isn't he? Heute Abend zeitgleich mit uns laufen die Kollegen und kommt das Video aus Dänemark. Dänemark. Ich glaube am Dienstag. Oh wow! I'm gonna watch Denmark's too. Am Dienstag. But Denmark's is gonna be on my other channel, my Nordic channel. Guys, how close is Germany and Denmark? I heard that some people consider Denmark a Germanic country, right? So how close are they historically and culturally? Let me know if you're from Germany or even Denmark watching this. Austrian, I'm gonna do Austria after this one, so go watch it. Dienstag sind, glaube ich, Grissemann und Stermann. Willkommen Österreich beim ORF dran. Mm-hmm. Hallo Österreich. Servus Österreich. Servus Österreich. Grüß dich. Ja. Look at that on the... Die Schweiz, das war die Schweiz, das war besonders board. Toll mit der Schweiz. I'm also gonna do Switzerland after this one. I'm gonna do all of them. Litauen, liebe Grüße nach Litauen an die Ostsee. Lithuania. Und da guck mal, das ist ein Foto von unserer Redaktion. Unsere Redaktion, hello, das sind wir. Oh, this is such a nice collaboration, though. I thought they were gonna make fun of each other, but they didn't. Den kulturellen Unterschied zwischen Deutschland und Spanien merkt man direkt. Guck mal, die Spanier, jetzt Spanien, alle Waffen in der Hand. Ja. Oh, come on.
Why aren't they doing this? Da weiß man noch, wo uns bislang ohne Foto ist. Und außerdem mit dabei Estland, Belgien, Portugal und Island. Was für Island. Ich. Und jede Sendung hat ein eigenes Video für Donald Trump gemacht, dem neuen amerikanischen Präsidenten. Jedes Land möchte sagen, okay, wenn du Erster bist, wir wollen Zweiter sein. Es beginnt heute Abend in Litauen. Die sind kurz vor uns dran und strahlen kurz vor uns aus. Deutschland, Dänemark sind, glaube ich, einigermaßen zeitgleich. Und es geht in den nächsten Tagen immer weiter. So, und damit sie diese Videos nicht suchen müssen im Internet, haben wir die alle gemeinsam gebündelt auf einer Website. Alle Bewerbungsvideos für den amerikanischen Präsidenten finden Sie, sobald die im Fernsehen im jeweiligen Land gelaufen sind, unter everysecondcounts.eu. Sehr schöne, ist eine sehr schöne Website, wenig Text, gut anzuklicken, auch mit kleinen Händen. Und wir haben außerdem, das mein Wow, wait a second. I saw this. Wasn't this part of Jos Klein's video? Or was it, where did I see this? Sehr schöne, ist eine sehr schöne Website, wenig Text, gut anzuklicken, auch mit kleinen Händen. Und wir haben außerdem, und das ist mein Lieblingsteil, wir haben einen gemeinsamen Twitter-Account eröffnet, und zwar diesen hier. Diesen itsgreat.eu, der ab sofort freigeschaltet. Itsgreat.eu, @itsgreat.eu, das ist unser gemeinsamer Twitter-Account. Und das Tolle ist, alle Late-Night-Shows momentan aus 11 Ländern und weitere Länder folgen in den nächsten Tagen. Das ist einfach wahnsinnig anstrengend, das zu organisieren. Hut ab vor den Leuten in Brüssel, die das jeden Tag machen müssen. Wir versuchen Kontakt zu weiteren Kollegen in Frankreich auf. Wenn, hallo, bonsoir France, wenn Sie das jetzt sehen, gibt es Late-Night-Shows in Frankreich? Wahrscheinlich schon, oder? Stimmt. Wenn ihr das seht, hallo, please contact us. Ireland, we call Ireland. Oh, you have a lovely dress tonight. But please give me your points, Ireland. And Great Britain. Hello, Great Britain. Don't try to be the second first. You have to be the second. Don't try to be the second first. And by the way, I don't want to get into your politics, but Boris Johnson is a big wanker and Nigel Farage is too. Don't listen to them. Und wenn ihr das... Bro, they literally did a Eurovision with this, kind of, with all the countries. But I'm just a funny guy, what do I know? Wenn ihr das jetzt hier seht, hallo Tschechien, hallo Italia, I'm so sorry about the gag with the nuclear bombs. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt Englisch spreche mit einem italienischen Akzent, aber ist funny. Griechenland, hallo Griechenland, wir haben so viel erlebt zusammen, gerade diese Show. Slowenien, auch wenn wir euch immer mit der Slowakei verwechseln, aber sind wir nicht irgendwie alles? Und ooh, they're meine playing Mutter, today, Slovenia versus meine Slovakia. In Polen, ich halb Deutsch, halb... Hallo Polen, wo seid ihr eigentlich? Ihr seid bestimmt auch... Polen sind ehrlich gesagt die Lust... Polen lustig sind, dann wackelt die Welt. Und Mexiko, Australien. Ey, Charlie, please get back to me on Twitter. Charlie Who's Pickering Charlie? In Australia. Ich meine, wenn man in Australien Eurovision Song Contest mitmacht, dann muss man doch zumindest bei der Sache mitmachen. Contact us und an unsere Freunde und Kollegen. Hello, dear friends and colleagues in the United States of America. An alle Autoren, to all the producers, writers, hosts. We see you all the time and we are with you and from now on, please excuse my very broad German accent, but I'm a German. From now on, we are going to ridicule the orange shit out of the President of the United States and his fucking phony administration together, like collectively. Bro, Europe does not like Trump. Und wir hören erst auf, wenn alle genug gelacht haben. And Mr. President Bannon, Mr. President Trump, listen to me. When the whole world is standing up to make fun of you, you really achieved something truly great. It's totally, truly great. And by the way, Mr. Trump, you have... I'm sorry, I have to insult you, but I'm have like sort of a history with insulting presidents. So let me say this. Jetzt kommt eine sehr gemein. Pass auf. Oh. ZDF-Juristen, schnallen Sie sich an. Böhmermann legt wieder los. Staatsaffäre 2. Nuklearversion. Mr. Trump, listen to me. I'm the guy who got sued by Erdogan. Lawsuit still pending, so I don't want to talk Who's about that? It. Who's that? Who sued Here him? Here comes another insult from the maniac from Germany. You, sir, have very tiny hands, very tiny baby hands, and your chin line, and your throat, it looks like a
like it's very, it's like a very unpresidentially. It's like a very like a sack with a. How do you call it in English? Sack with the balls. The sack with the balls. No, no, no. I think that's offensive. More like a pelican. You know the bird. Oh, great bird. Yeah. The greatest bird of all times. The pelican. He has an orange here schnabel too. It's great. So greetings to all and visit the website. EU. It's great.eu. The funny thing is that Donald Trump, at this day and time, he's going back and he's in the elections of this year as well. Is it this year or next year? Not sure, but he. Even after so, like, when was this? How many years ago was this? This was about 7 years ago. And he's about to be back running for president once again. So I wonder if this trend is going to be revived. You know, it's funny how everyone... The thing is, are they making fun of Donald Trump? Or they're basically making fun of themselves at the same time, right? That's the funny part. Like, everybody is able to laugh at their own history, but at the same time come together to make fun of the president of the United States, ex-president, right, who might be the new president as well. Well, that's interesting how history repeats itself, right? And things never change, I guess. But guys, let me know your thoughts, and we'll see you in the next video. We're gonna do Austria next. Bye-bye, take care. Now you can get full access to exclusive content, special reactions to shows, series, anime, full movies, and even request a video of your choice. Just become a YouTube member or join Buy Me a Coffee today. Find out more, the link is in the description. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game.